Gut, dann, bevor wir noch die letzten Standortmeldungen hier bekommen, fange ich einfach schon mal kurz an mit einem kleinen Intro, beziehungsweise auch einem kurzen technischen Hinweis. Ja, zunächst erstmal ein sonniges Hallo aus dem Bergischen Land, wohin auch immer. Ich darf ja gar nicht sagen, nur in die Republik, weil wir haben teilweise ja auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns aus der ganzen Welt mittlerweile zuschauen, was uns natürlich sehr, sehr freut. Mein Name ist Oliver Fink, ich bin Geschäftsführer von Objective IT. Die meisten kennen uns wahrscheinlich eher unter dem Pseudonym Level 9, was man auch jetzt hier sieht. Wir stellen primär Vergleichssoftware her, unter anderem auch für das heutige Thema, nämlich die Pflegeergänzungsversicherung. Und ja, freue mich total auch auf unsere heutigen Gäste, die sich dann gleich auch noch ein bisschen detaillierter vorstellen. Die kennen sich ja am besten selber. Und da wir hier ja jetzt noch, also Hagen ist auch Pflegeexperte, ich nicht so sehr, aber jetzt haben wir heute drei Experten hier. Und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Fragen an die drei loszuwerden. Falls ihr also ja, irgendetwas zum Thema Pflegeergänzung, Pflegeheim, ambulante Pflege, Pflegezusatzversicherung, ja, das Thema, wie schaffe ich es, Kunden zu überzeugen von dem Thema Pflege, Ergänzung, wie wichtig das ist, schreibt die Fragen einfach in das GoToWebinar-Bedienpanel, in die Chatfunktion. Dann werde ich halt eher immer so mit einem Auge mal auf den Chatverlauf gucken und werde dann einfach die eine oder andere Frage rauspicken. Seid bitte nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Wir hatten in den letzten Sendungen teilweise 200 bis 300 Fragen, die wir bekommen haben. Und ja, dafür reicht dann die Zeit leider nicht ganz aus. Ja, das erstmal dazu. Dann ja, freue ich mich zum einen halt auf den Marcello Ciattarino, halt Ciarettino. So, ich muss noch ein bisschen üben. Der Marcello. Ciabatta, CIA wie Ciabatta. Genau, der ist eingesprungen, weil leider unser ursprünglich angekündigter Gast, der André Ruge, ja, aus persönlichen Gründen kurzfristig verhindert ist, aber er hat uns versichert, es ist mindestens gleichwertiger Ersatz und wir konnten uns in dem Vorgespräch auch schon davon überzeugen. Von daher haben wir keinen Qualitätsverlust heute erlitten. Und dann haben wir den Michael Pfeffer als Vertreter der Ideal. Oder, ich habe das irgendwo noch nachgelesen, des ursprünglichen Volksfeuerbestattungsvereins von 1913 aus Groß-Berlin. Ihr habt übrigens ganz lustige Unternehmen ja mittlerweile aufgekauft. Die Namen hören Ja, sich ist schon ein richtig. bisschen an wie in der Zeit vor 1945, aber egal, das ist Vergangenheit. Du wirst gleich über die aktuelle Zukunft sprechen. Dann, ja, Ja, würde ich sagen, richtig. starten wir in die Runde. Hagen, ich übergebe einfach mal ja, die kleine Vorstellung an dich. Ja, dann auch von mir ein freundliches Hallo aus dem ebenfalls sonnigen, zumindest zur Zeit sonnigen Iserlohn. Für diejenigen, die nicht alle wissen, wo das genau ist, rechts von Dortmund, 15 Kilometer nach unten, mitten im Wald. Da komme ich jetzt gerade her. Auch ich heiße euch alle ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, freue mich auf die Runde. Und ich habe einen etwas ketzerischen Beginnsatz vorhin schon in unserer Viererrunde losgelassen. Ich mache jetzt seit 6 oder 7 Jahren in Veranstaltungen das Thema Pflege. Und ganz ehrlich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und wer hier noch alles dabei ist, das ist definitiv mein letzter Versuch, euch zu wecken. Ich gebe es sonst wirklich komplett auf. Das macht so keinen Sinn. Ich schlage vor, der Marcello stellt sich vielleicht kurz als erster vor, was er so macht. Dann geben wir weiter kurz an den Michael. Und ja, dann komme ich mit der ersten richtigen Frage. Ja, vielen lieben Dank. Mein Name ist Marcello Ciarettino, wie man hört. Ein absolut unechter Italiener, bin hier in Essen geboren, sitze hier auch gerade im sonnigen Essen. Arbeiten tue ich in der Regel sonst in Dortmund. Da sitzt die WDS, Wilhelm Dora Siegfried geschrieben. Das ist ein Pflegeberater-Assistenzunternehmen. Wir haben über 150 Mitarbeiter, alles Menschen, die mit dem Thema Pflegeberatung zu tun haben, also kein Pflegedienst. Ich selber bin dort gesundheitswissenschaftlicher Leiter, bin von Hause aus Fachkrankenpfleger für Intensivpflege, habe dann
studiert vor 10 Jahren im Bereich Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft und beschäftige mich seitdem auch mit dem Thema Case Management, also die Überleitung von Krankenhaus in die Pflegesituation, wie zum Beispiel ambulant oder eben halt auch in Heimen. Und freue mich sehr, danke, dass ich hier dabei sein darf, weil ich finde das immer ganz spannend, wenn man über das Thema Pflege spricht. Also ich gebe da die Hoffnung nicht so schnell auf wie du, Hagen. Mich toucht dieses Thema immer wieder und ich erlebe auch immer wieder, dass ich ganz schnell in dieses Thema Pflege reinrutsche und ja, freue mich da einfach auf die Stunde und vor allem auf ganz viele Fragen, die ich hoffentlich dann auch alle beantworten kann. Der Dankeschön. Michael hat die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Nee, ich sehe das auch so ein bisschen als meine Passion an. Also, Michael Pfeffer, ich grüße Sie heute aus Berlin. Ich würde mich mal als Berliner bezeichnen. Immerhin bin ich schon mal 30 Jahre hier, ursprünglich aber Sachse. Ja? Ich weiß es zu verbergen, aber ich könnte sogar noch den Slang hier rauslassen. Von daher, ja, ich Wir lasse kommen das gleich aber darauf heute zurück. mal. Aber ich sage auch ein herzliches Hallo an alle Sachsen, die heute drin sind. Nein, also ich bin jetzt das 26. Jahr in der Versicherungsbranche und ich habe mal ursprünglich bei der DBK Krankenversicherung angefangen. Ich finde mich zeitlebens immer auf der Verkäuferseite. Das ist auch heute mein Thema, nämlich wie kriegen wir auch so ein schweres Thema an den Mann, an die Frau. Und nachdem ich dann 10 Jahre lang auch bei der Allianz Ausbildung gemacht habe, von allen Gruppen bin ich jetzt seit 3 Jahren als Spezialist bei der Ideal. Und eins kann ich noch sagen zum Thema meine Passion, ich weiß auch, wie schwierig das ist, als Generalist für Versicherung auf das Thema Pflege mit zuzugreifen, weil da gibt es so, so viele andere Themen, die ich da einfach mit beackern muss. Und ich beobachte halt, dass das Thema oftmals hinten runterfällt, gar nicht böswillig, sondern einfach, weil es so viele andere Sachen zu tun gibt. Und das ist heute eben auch mein Thema, nämlich Pflege einfach machen. Aber da können wir ja heute mal drüber reden. Gerne. Also von daher an der Stelle auch nochmal der Aufruf, weil ich habe mir noch mal so ein paar aktuelle Zahlen rausgepickt. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, mehr als 5% der Bevölkerung gegen die Pflegelücke zu impfen in Form einer Pflegeergänzungsversicherung. Und ja, das sind so ein bisschen Parallelen. Wir hatten letztes Jahr schon mal eine Sendung und wir hatten die Headline Parallele zur Klimapolitik. Alle wissen es, alle sehen zu, aber kaum jemand ändert etwas. Die gleiche Überschrift haben wir eins zu eins wieder rausgeholt, weil aus meiner Wahrnehmung oder ja, Hagen, ich glaube, wir sehen das gleich, hat sich da wirklich nicht viel getan. Wobei selbst das Bundesgesundheitsministerium ja Pflegezusatzversicherung auf der eigenen Homepage empfiehlt. Von daher, schreibt uns einfach mal, was hält euch davon ab, das Thema anzusprechen? Was sind Gründe, warum Kunden, Kundinnen, ob jung oder alt, diese Versicherung nicht wollen. Wenn sie alle wollten, dann hätten wir wahrscheinlich heute die Diskussion an der Stelle nicht in der Form. Aber ja, was sind einfach die Blockaden, die es halt gibt auf allen beteiligten Seiten? Und ja, Hagen, du bist ja auch so ein bisschen im gesetzlichen Thema drin. Hat sich da was getan? Ja, ich würde den Beginn vielleicht wie folgt vorschalten. Wir haben ja ein paar relativ frische gesetzliche Änderungen gekriegt, also Stichwort Eigenteilbegrenzung, Stichwort Aufpimpen, Stationärleistungen, Stichwort Eltern haften nur noch bedingt für die Kinder. Marcello, könntest du vielleicht so als erstes mal, bevor wir auch ins Verkäuferische einsteigen, Michael, vielleicht mal so einen kurzen wissenschaftlichen Abriss geben, was tut sich, was hat sich getan, wo liegen immer noch die Kinken im System? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Das ist jetzt konzentriert auf das Thema Pflegeheim. Es ist so, dass wir natürlich eine Heimversorgung ganz anders finanzieren. Und du hast gerade ja schon so ein paar Stichworte genannt, wie Eigenbeteiligung und auch ja, Haftungsgrenzen beziehungsweise Unterstützungsgrenzen. Da sind ja diese 100.000 Euro ja immer sozusagen benannt werden. Aber ich habe hier mal einen Versuch gemacht, zu zeigen, wie sich denn diese Kosten zusammensetzen und man sozusagen mit diesen Haftungsgrenzen
unter Umständen nicht weiterkommt und warum es da Sinn macht, sich über die Finanzierung dann doch Gedanken zu machen. Die Zusammensetzung der Kosten sind im Grunde genommen auf 4 Säulen aufgebaut. Wir haben einmal die Unterkunft, wir haben einmal die Verpflegung, wir haben einmal die Investitionskosten. Da haben wir nämlich einen ganz schwierigen Bereich, was alles zu Investitionskosten gehört. Und wir haben ganz klassisch natürlich das, weswegen ich überhaupt im Heim bin, nämlich die Pflegekosten. Da, wo also auch die Pflegeversicherung, die gesetzliche, dann dementsprechend greifen soll. Wenn wir uns die Unterkunftskosten anschauen, dann variieren die natürlich nach Größe und Ausstattung und da fängt schon im Grunde genommen das ganze Dilemma an. Das heißt also, wenn ich hier den Eigenanteil eben halt nicht bezahlen muss, weil ich diese 100.000 Euro Grenze nicht erreiche, dann habe ich trotzdem die Diskussion in der Auswahl des Heimes und somit auch in der Ausstattung mit den zum Beispiel Sozialhilfeträger. In diesen Kosten sind inkludiert Reinigung, Wäsche und Müllentsorgung und so weiter. Aber auch hier gibt es eben halt doch massive Unterschiede, was den Anspruch und den Komfort auch dementsprechend angeht. Wenn wir uns die Verpflegung anschauen, und Verpflegung ist für uns natürlich eben halt nicht nur warm, satt, sauber, sondern da geht es eben halt um die Qualität des Essens, um die Qualität der Getränkeauswahl und so weiter. Da haben wir hier natürlich sehr, sehr unterschiedliche Angebote und man muss einfach wissen, dass diese Leistungen im Bereich der Verpflegung eben halt überhaupt gar keine Unterstützung in den gesetzlichen Pflegeversicherungen gibt und das wirklich komplett ausgeklammert ist. Wir haben Investitionskosten, die dritte Säule. Das heißt also die Instandhaltung, die Reparaturen, aber Achtung, ganz wichtig, das vergessen immer ganz viele, auch zum Beispiel die Planung von Neugebäuden oder von Abriss eines Bauteils und Neuaufbau, das wird auf die Bewohner umgelegt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das heißt also, ich gehe in eine schöne Einrichtung und sehe zum Beispiel in der Eingangshalle ein tolles Architektenmodell dort aufgebaut und der Heimleiter erzählt mir stolz, dass in 2 Jahren dort dementsprechend was gebaut wird, dann sollte ich wirklich hellhörig werden, weil das tatsächlich nachher die Investitionskosten, und ich zeige gleich eine ganz kleine Übersicht, was das bedeutet, nach oben schießen und ich hier unter Umständen plötzlich wieder ganz neu in eine Diskussion der Finanzierung komme, wenn diese gerade mal so eben ausgerechnet ist. Auch ein kleiner Tipp, es ist auch ratsam, eben halt wirklich drauf zu gucken, habe ich hier ein Heim, wofür ich mich entscheide, der vielleicht einen Renovierungsstau hat oder wo ich Gefühl bekomme, oh, dann wird in nächster Zeit aber hier doch einiges noch an den Zimmern umgebaut werden müssen, weil das dann doch aus den 90er Jahren zum Beispiel ist. Also das ist auch nochmal ganz wichtig und tatsächlich nachher auch für die Grundfinanzierung sehr ausschlaggebend. Gut, ganz kurz noch zu den Pflegekosten. Was zahlt jetzt also wirklich die Pflegeversicherung? Das ist gesplittet nach Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5. Und Sie sehen hier in dieser Liste, dass es hier eine kleine Erhöhung gibt von 5%, aber diese Beiträge, dass dort eben halt die stationäre Pflege zum Beispiel bis zu 70% dann eben halt von den Pflegekassen übernommen wird, muss man ganz klar sagen, dass das erst ab dem 4. Jahr gilt. Das heißt also, Statistiken zeigen, so eine Liegebewohndauer liegt in der Regel so zwischen 1,5 Jahre. Und dementsprechend kommen gar nicht so viele in den Genuss, in Anführungsstrichen, diese Erhöhung von 70% dann auch wirklich nutzen zu können. Viele kennen das oder haben das schon gehört. Es gibt den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Ja, das heißt also, es ist nicht mehr gegliedert, ob jemand Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 5 hat. Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 5 hat. Alle zahlen mehr oder weniger das Gleiche. Aber das Heim hat natürlich schon auch ein bisschen Gestaltungsspielraum zu schauen, dass eben halt möglichst viele in einem hohen Pflegegrad reinkommen. Das heißt also, die sind immer hinterher, Verschlimmerungsanträge zu stellen bei der Pflegekasse, weil dadurch natürlich der einrichtungseinheitliche Eigenteil steigt, je mehr Pflegegrad 5 Patienten zum Beispiel dann dort wohnen. Also Sie sehen, wir haben nur circa 50%
die wirklich über die gesetzliche Pflegeversicherung abgedeckt sind. Und die Zuzahlung des Pflegeheims sind also sozusagen noch weitere 50%. Wie sieht das im Bundesdurchschnitt aus? Eigenanteil, Investitionskosten und die Verpflegungskosten, diese drei Faktoren zusammen bedeuten, dass es circa, das ist jetzt ein statistischer bundeseinheitlicher Wert, circa 1874 Euro Belastung pro Monat bedeutet. Und das ist eben halt genau ganz oft bei, ich sag mal, mittelständischen, Entschuldigung, bei der Mittelschicht ganz oft immer so ein bisschen die Grenze, was denn zum Beispiel die Eltern über Rente, über Eigenheim, über angespartes Geld, auch wenn es dort eine entsprechende Freigrenze gibt, dann gegebenenfalls selber auch zahlen müssen. Ich habe hier dann nochmal so eine bundeslandspezifische Übersicht und Sie sehen, wir liegen überall immer über 1000 Euro. Wenn auch die Zusammenstellung hier vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ist. Ne? Sie sehen, in Bayern zum Beispiel haben wir niedrige Investitionskosten im Durchschnitt, während wir zum Beispiel in so Städten wie Hamburg da relativ hohe haben und dementsprechend erhöht sich dann also auch diese Zuzahlung. Und das ist das Problem, dass wir hier Faktoren haben, die zum Teil tatsächlich von uns überhaupt nicht beeinflussbar sind. Marcello, das als kleiner Übersicht. Ich habe hier gerade eine Frage von Stefan. Stefan sagt, mir wurde erzählt, dass die Kosten für die Wundversorgung keine Leistung im Rahmen der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung ist. Viele Heime sollen diese Dienstleistung bereits ausgelagert haben. Das hört sich für mich ein wunderbares Gruß an. Nein, das ist ein geiles Beispiel. Vielen lieben Dank. Genau das ist das Problem. Wir haben vorher einen Vertrag mit dem Heim geschlossen, wo es eben halt eine bestimmte Pflegeleistung gibt, Pflegegrad 3 zum Beispiel, und wo wir eine bestimmte behandlungspflegerische Leistung, wie zum Beispiel Blutzucker messen, Insulinspritzen und so weiter und so fort, inkludiert haben. Jetzt passiert es, dass es zum Beispiel ein schwerer grippaler Infekt über 3 Monate oder eben halt eine Wunde auftaucht beim Diabetiker, ein Gangren oder wie auch immer. Und dann passt diese behandlungspflegerische Notwendigkeit nicht mehr mit dem vorhandenen Pflegegrad überein. Und wir können aber gar keinen Höherstufungsantrag stellen auf eine höhere Pflegestufe, Pflegegrad, damit eben halt diese Behandlungskosten dann dementsprechend wieder inkludiert sind. Und das bedeutet, das Heim hat eine Mehraufwendung, aber nur für einen Zeitraum, ich sag mal von 4 Monaten, bis diese Wunde weg ist, weil ein Pflegegrad ist sozusagen nur immer berechnet über 6 Monate. Aber wenn die Wundenversorgung eben halt 4 Monate ist, dann habe ich mehr Kosten. Und das wird dann tatsächlich dann auch umgelegt. Ja, das kann passieren, weil eben halt die Behandlungskosten im Heim anders als in der ambulanten Versorgung. In der ambulanten Versorgung, da ist die Krankenkasse eben halt nicht gedeckelt, nicht pauschalisiert. Ja, da habe ich das, was ich brauche, bekomme ich auch von der Krankenkasse. Im Heim ist es gedeckelt. Ja, das ist so. Okay. Ja, viele Fragen. Also immer dann, wenn es so Erkrankungsgeschichten sind, die unter 6 Monaten sind, wo es also sozusagen nicht möglich ist, einen höheren Pflegegrad zum Beispiel zu beantragen. Kurze Info, weil ich jetzt ein paar Mal die Frage bekommen habe, ob die Präsentation verfügbar ist. Der Marcello hat uns im Vorfeld angeboten, dass wir die Präsentation bekommen. Ihr könnt die dann gerne einfach bei uns per E-Mail anfordern. Ihr bekommt im Nachgang an die Sendung auch noch eine kleine E-Mail beziehungsweise die Bitte, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen zur Sendung. Also das hiermit schon mal die Bitte nochmal kommuniziert. Und da könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben, wenn ihr die Präsentation haben wollt. Und dann schicken wir die euch gerne im Nachgang per Mail. Hagen. Michael, wenn ich mir die Vorstellungen von Marcello kurz anhöre, dann hat sich für mich jetzt gar nichts Neues ergeben. Bis auf die Tatsache, dass ich wieder bestätigt bin. Jeder, dem man irgendetwas wegnehmen kann, braucht eine Pflegeversicherung. Also das ist, ich denke, das ist so ein Fakt, der liegt für alle auf dem Tisch. Ne? Und trotzdem fragt man sich natürlich immer, warum passiert da nicht mehr? Ich finde übrigens auch, ich fand das ganz wichtig mit dem Pflegeheim. Ich habe mir mal angeguckt, auch Kostensteigerung im Pflegeheim.
wenn man sich die Bundesländer mal anguckt, ganz weit vorne Sachsen, in den letzten 4 Jahren 61% Steigerung bei den Pflegekosten, im Bundesschnitt 30%. Das heißt, wir reden hier netto von 300 bis 400 Euro monatlich. Ja, und das ist nur das Pflegeheim. Und dann gibt es natürlich dazu immer noch eine andere Seite, nämlich die Pflege zu Hause ambulant. Und auch wenn man da mal reinschaut, wie viele Menschen in Deutschland werden denn zu Hause gepflegt, dann liegen wir bei gut 3/4. Heißt also, das ist auch ein Thema, was auf der Agenda stehen sollte, aber wo ich das Gefühl habe aus der letzten Pflegereform, das scheint irgendwie keinen zu interessieren. Wir haben ja im Vorfeld kurz gesprochen und da sieht man halt, Pflegeleistungen im ambulanten Bereich werden um 5% angehoben. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, dass die Bundesregierung in den letzten 4 Jahren eigentlich hätte wenigstens eine inflationsbereinigte Anhebung machen müssen. Und die wurde so lange aufgeschoben bis November letzten Jahres, bis es nicht mehr ging, um dann eine Pflegereform zu machen, die aber nur einen Teil dessen überhaupt wieder auffängt, was man hätte machen müssen, ist das dramatisch. Und vielleicht noch eine Sache auch zum Thema Pflegeheim, weil das klang ja schon an, Stichwort Pflegekosten. Was noch nicht geklärt ist, ist, wie wirkt sich denn die Gehälteranpassung der Pflegekräfte aus in Zukunft, aus meiner Sicht überfällig, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Aber das ist hier noch gar nicht drin in den ganzen Kosten. Also wenn alle Pflegekräfte mit einem Mindestlohn von 15 Euro und nach Tarif bezahlt werden, dann kann man sich fragen, wer muss das bezahlen? Und ganz klar ist, das müssen die Pflegebedürftigen selber zahlen. Aber vielleicht noch eine Geschichte kurz zum Thema, wo findet Pflege eigentlich statt? Also wir haben uns auch als Versicherer auf die Fahnen geschrieben, eher auch in die Richtung zu gehen, wo holen wir denn den Kunden jetzt auch ab? Und ich glaube, das ist so ein Thema, warum Pflegeberatung eher nicht stattfindet, weil es bei vielen mit schlechten Bildern belegt ist. Ob das nun richtig ist oder nicht, aber das, da gibt es so Hemmungen aus meiner Sicht auf beiden Seiten, also auf der Beraterseite und auch auf der Kundenseite einfach mal drüber zu reden. Deshalb sagen wir, und das ist unsere Kampagne auch, zu Hause bleiben dürfen. Das ist das große Thema, zu sagen, wo hole ich mir jetzt das Budget her, dass ich einfach da gepflegt werden kann, wo es mir am besten gefällt. Also das ist dazu unser Thema. Und vielleicht noch eine Sache, weil, wie gesagt, wir können uns ja da ein bisschen auch redeanteilsmäßig hier ergänzen. Also das spielt zumindest in den Umfragen, die wir gemacht haben, eine ganz große Rolle. Das heißt, da sagen eigentlich alle, ich möchte, wenn, dann zu Hause bleiben. Und da müssen wir einfach auch mal die Realität sehen. Dort wird eiskalt, sage ich jetzt mal. Also ich sage es jetzt mal so deutlich, wie es ist. Da wird eiskalt angenommen vom Gesetzgeber, dass sich die Angehörigen schon kümmern werden. Und das ist eine Situation, die ich wirklich bedauere, weil dort Familien auch kaputt gehen an so einer Situation und das keinen interessiert, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass es unser Beratungsauftrag auch ist, also als Makler, als Berater zu sagen, okay, mein Auftrag ist es auf jeden Fall zu informieren. Und wir waren uns ja im Vorfeld auch schon einig, ich kann nicht jeden bekehren. Ja, das ist einfach so. Was ich aber tun kann, ist zu informieren und dann, wenn eben die Betroffenheit da ist beim Kunden, dass die Chance auch zu haben, dass derjenige dann sich erinnert und sagt, wer hat mich darauf mal angesprochen? Und das wird dann hoffentlich der Makler des Vertrauens sein oder die Beraterin, die mich schon viele Jahre begleitet. Also wir haben oftmals das Thema, das will ich vielleicht zum Schluss noch sagen, dass Kunden im Nachgang kommen und sagen, warum hast du mit uns über dieses Thema nicht gesprochen? Und das muss sich dann wirklich jeder fragen, was hat mich daran gehindert, über das Thema zu reden? Vielleicht haben wir da im Chat auch schon ein paar Rückmeldungen dazu. Ja, die kommen auch schon fleißig rein. Ich finde das auch gerade nochmal, oder würde es gerne nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Stichwort halt ambulante Pflege. Ich habe mal nachgeguckt, 1999 hatten wir 1,4 Millionen Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt worden sind. Und im Jahr 2019 3,3 Millionen. Das sind 230% mehr. Im stationären Bereich sind es auch noch 43% mehr gegenüber halt von vor 20 Jahren. Aber gerade dieser ambulante Pflegebereich, der explodiert ja. Da kam auch schon eine Frage, die können wir vielleicht kurz mit einbauen dazu. Nämlich, ja, so ein Stichwort ist ja immer so ein bisschen, ja, Pflegezusatzversicherung, das ist ja immer auch ein Kostenthema.
Wenn man jetzt den Fokus auf die ambulante Pflege legen würde, es hat eine Frage, ja, die Produktgeber, würden sich die Produkte nicht irgendwie vergünstigen lassen, wenn man halt hier den Schwerpunkt auch auf die ambulante Pflege legen würde? Also ich kann ganz konkret was dazu sagen und das ist auch so Teil unserer Aufklärungskampagne, sage ich jetzt mal, oder unter unserer Hilfestellung für die Berater und Verkäufer da draußen. Es ist tatsächlich so, das ist auch so ein bisschen so ein Glaube auch in der Bevölkerung, dass es ambulant günstiger sein würde. Es ist aber nicht der Fall. Das heißt, es ist zwar ein Stück günstiger, aber wir reden hier von einer vollumfänglichen Pflege zu Hause, die fast genauso viel kostet wie der Aufenthalt in einem Pflegeheim. Das, was immer den Eindruck so ein bisschen verwischt, ist eben, dass in Deutschland, wir sagen immer, der größte Pflegedienst in Deutschland sind die Angehörigen, dass die Angehörigen schon tatkräftig mithelfen. Und da will ich auch noch mal eine Lanze brechen, beziehungsweise ein Thema aufmachen für eine Beratung in der Pflege, nämlich wer trägt denn eigentlich die Lasten in der Pflege in Deutschland? Da muss man ganz klar sagen, das sind die Frauen. Das sind die Frauen, das sind die Schwiegertöchter und das sind die Töchter. Also das ist statistisch nachgewiesen, hat was damit zu tun. Wir Männer haben einen kleinen Nachteil. Ich bedauere das persönlich sehr. Wir sterben 7 Jahre früher. Schade drum. Also ich hätte es auch gerne anders. Aber das führt dazu, dass Frauen ihre Männer pflegen. Und wenn der Mann dann verstirbt, wird die Frau selber zum Pflegefall und dann beobachten wir halt, dann ist das Geld definitiv alle. Und das ist eine ganz dramatische Situation in Familien, wo einfach jeder zusehen muss, wie er seinen Alltag nachher gestaltet. Und das ist das, was ich meinte. Das scheint irgendwie so richtig niemand zu interessieren, also jetzt vom Gesetzgeber her. Und daher ist, sage ich mal, eine Zusatzpflege absolut angesagt. Und ein Wort noch dazu, wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ich sage, Pflege ist absolut ein Thema von Betroffenheit. Du hattest ja das Thema Klimakrise reingebracht und ich finde, dieser Vergleich ist eigentlich angebracht. Und zwar Klimakrise interessiert uns so lange nicht, sage ich jetzt mal ganz pauschal, bis wir selber betroffen sind. Das hat man dieses Jahr leider gesehen an den tragischen Ereignissen in Nordrhein-Westfalen. Wenn diese Betroffenheit hergestellt ist, sind wir plötzlich alle da. Ja? Nun kann ich aber nur schlecht als Berater mit einem Hammer durch die Republik reisen und sagen, wir hauen einfach mal jetzt ihrer Frau hier auf die Hände und dann sehen wir mal, wie Pflege aussieht, ja? Sondern ich bin darauf angewiesen. Und ich sage, es gibt zwei Varianten, das Thema nach vorne zu bringen, nämlich einmal zu sagen, ich informiere ständig und wenn mein Kunde eine Betroffenheit hat, auch mittelbar hoffentlich, nicht selber, sondern mittelbar im Familienbekanntenkreis, dann wird der oder diejenige denjenigen ansprechen, der informiert hat, nämlich mich als Berater, Verkäufer. Und die zweite Variante, für die ich bin, und deshalb haben wir zum Beispiel jetzt auch beim Pflegetagegeld ein besseres Angebot gemacht für unsere Vertriebspartner, zu sagen, ich brauche ein Mitnahmeprodukt, ich brauche einen Grundversicherungsschutz, den ich einfach anhängen kann an ein Produkt, an eine Krankenversicherung, an eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da geht es darum, eine Selbstverständlichkeit zu verkaufen. Also das ist so unsere Sicht der Dinge als der Pflegeversicherer in Deutschland, zu sagen, entweder was zu mitnehmen oder einfach informieren, um dann den Moment der Betroffenheit eben auch abwarten zu können. Marcello, wenn du in die Pflegeberatung einsteigst, habt ihr das Thema auch Zusatzversicherung? Ich hänge gleich eine zweite Frage dran. Wie hoch muss denn aus deiner Sicht eine vernünftige Absicherung tatsächlich sein? Müssen es wirklich die ganzen 1.800 Euro sein, die da im Schnitt anliegen? Oder kann man auch im Zweifel sagen, ein bisschen weniger tut es im Zweifel auch, damit man nicht völlig brach liegt? Also in den Pflegeberatungen machen wir die Kostenübersicht natürlich ganz deutlich und zeigen auch ganz klar, dass wenn man keine institutionellen Hilfestellungen bekommt, also keinen ambulanten Pflegedienst zum Beispiel, einfach der Unterschied zwischen Pflegegrad 2, wenn der Angehörige sagt, ich mache das selber, dann bekommt er 316 Euro im Monat. Wenn er sagt, ich nehme einen Pflegedienst, dann bekommt er die 316 Euro nicht. Und der Pflegedienst kann Leistungen bis zu 595 Euro, das erhöht sich jetzt um 5%,
Die Pflegedienstleistungen erhöhen sich um 5%. Die Pflegegeldleistungen für die Angehörigen erhöhen sich gar nicht. Ja, also das muss man auch sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sind das eben halt 724 Euro bei Pflegegrad 2, die der Pflegedienst verbrauchen kann. Das bedeutet, da kann der Pflegedienst einmal am Tag kommen und vielleicht jetzt nochmal ausgewählt besondere zweimal die Woche, wo er dann nochmal hilft beim Duschen oder so. Ja, und dann sind die 724 Euro aufgebraucht. Ich mache das immer ganz gerne deutlich an der Situation, dass die Eltern eben halt zu Hause bleiben wollen, so lange wie möglich im Haus bleiben wollen und man im Grunde genommen eine Person bezahlen muss, weil ich voll berufstätig bin, die eben halt in der Zeit, wo ich eben halt nicht mich um meine Eltern kümmern kann, das sozusagen ja durchführen kann und bezahlt werden muss. Und da haben wir, wenn man so ein bisschen diesen Mittelstand jetzt nimmt und die Pflegekassenkosten, die man als Pflegegeld bekommt, plus eben halt noch so Sondergeschichten wie Entlastungsbetrag von 125 Euro, die ja nicht der Angehörige bekommt, sondern eben halt auch wieder nur jemand, der sozusagen nicht verwandt ist, also in manchen Bundesländern kann es der Nachbar sein, in manchen Bundesländern muss es ein Betreuungsdienst sein. Und wenn man diese ganzen Kosten, und das ist ja recht kompliziert, deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Leute nicht die kostenfreie Pflegeberatung in Anspruch nehmen, aber wenn man das alles maximal ausnutzt, plus die 1612 Euro Verhinderungspflege, die man im Jahr bekommt, plus die anteiligen Kurzzeitpflegekosten von 806 Euro, die man im Jahr bekommt, so, alles zusammengenommen, bleibt trotzdem eine Finanzierungslücke von roundabout 800 bis 1000 Euro. Wenn ich zum Beispiel, das ist eine Form, die ich sehr gerne mag, die nicht immer möglich ist, das weiß ich, aber ich für meine Eltern wünschte mir, wenn ich soweit wäre oder meine Eltern soweit wären, dass ich diese Form nutzen kann, nämlich zum Beispiel eine 24-Stunden-Pflegekraft, die heißen ja nicht mehr 24-Stunden-Pflegekraft, aber jemand, der mit im Haus wohnt. So, zum Beispiel. Und dann habe ich eine Finanzierungslücke, wenn ich alles ausnutze, inklusive natürlich einen Eigenanteil, den ich mir aber vielleicht leisten kann mit meiner Rente, dann bin ich trotzdem so bei 800 bis 1000 Euro, die ich irgendwie finanziert bekommen muss. Pro Monat. Ich habe jetzt drei Kinder, aber pro Monat. Ja, ja, klar. Nicht pro Jahr. Aber und netto. Meine Vorstellung, als ich so 30 war und angefangen habe, Kinder in die Welt zu setzen, dass vielleicht dann meine Kinder irgendwie diese 1000 Euro finanzieren, eher unwahrscheinlich. Und deswegen, also ja, das ist so das, was ich letztendlich im Durchschnitt sagen kann. Wenn ich so ein Modell wähle, was mein Lieblingsmodell ist, ich weiß, es funktioniert nicht an jeder Stelle, dann bin ich so bei roundabout 1000 Euro, die ich dann monatlich brauche. Ja, du hast das gerade schon angesprochen, Marcello. Ich glaube, also ich war etwas erschrocken, als dann irgendwann 2020 dieses neue Gesetz verabschiedet wurde, wo man dann gesagt hat, naja, jetzt werden die Angehörigen entlastet und wir deckeln das Ganze jetzt auf 100.000 Euro Einkommen. Und ich hatte so persönlich das Gefühl mit Hagen, dass wir gesagt haben, jetzt ist der Branche das letzte Argument genommen worden, nämlich Kinderhaften für ihre Eltern und alle lehnen sich nur noch zurück. Die Vermittlerinnen und Vermittler sagen, jetzt können wir es nicht mehr verkaufen und die Kunden sagen, oh prima, das Geld brauche ich jetzt nicht mehr dafür ausgeben. Ist das so? Vielleicht erstmal Cello und dann Michael, du hast das ja auch täglich in deiner Diskussion, glaube ich. Nein, der Michael hat es ja gerade schon gesagt. Wir haben ja, erstens haben wir 75% der Pflegenden, die ja zu Hause gepflegt werden und gar nicht stationär. Dann gilt diese 100.000 Euro Grenze natürlich nicht. Ja, also nochmal, das ist manchen auch nicht klar. Das ist nur für stationär, ja, für den Eigenanteil. Das ist schon mal das Wichtigste. Und wie ich gerade ja auch schon gezeigt habe, ich weiß, das war jetzt sehr schnell mit den Zahlen, aber die Präsentation kommt ja nochmal, wenn man sich die Durchschnittszahlen anschaut, dann hat man eben halt doch schon auch Komponenten, die eben halt eine gewisse gewisse Bedürfnisse ja auch da sind. Wir wollen ja nicht unsere Eltern ihnen ich sage es jetzt mal ganz platt und salopp, in das Heimer jetzt reinstecken, wo sozusagen das vom Sozialamt dann auch wirklich hingesteuert wird. Ja, so und das ist eben halt genau die Problematik, die wir dort einfach dann auch auffangen können, wenn wir privat dann einfach noch Zusatzversorgen. Vorsorgen, Entschuldigung, nicht versorgen, vorsorgen. Mhm. Michael, ist das auch Thema bei euch in den Vertriebsschulungen? Oder wird die Frage gestellt? Was mache ich jetzt? Das ist,
Es ist ein ganz großes Thema. Wir haben auch, das kann ich gleich sagen, als das eingeführt wurde, Anfang 2020, haben wir tatsächlich Anrufe von Kunden gehabt, die gesagt haben, ich brauche ja meinen Pflegeschutz nicht mehr. Das Thema hat sich erledigt. Ich habe das ja mal ursprünglich gemacht, um meine Kinder zu schützen. Und wie wir eben jetzt auch nochmal deutlich gehört haben, es ist auch so ein bisschen Placebo. Das ist halt Politik. Also es ist auch in Ordnung. Ja, jeder macht seinen Job. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Und wir machen unseren eben, dass wir sagen, es gibt trotzdem eben noch Haftung aus Vermögen. Es gibt trotzdem noch Haftung der Erben. Das heißt, es werden Familienimmobilien an die Pflegeindustrie quasi übergeleitet, ohne dass das jemand mitbekommt. Ja, weil das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Wenn ich mir Hilfe hole vom Sozialamt oder Hilfe holen muss nachher, dass dort eben der Gegenwert der Pflege auch als Grundschuld in eine Immobilie eingetragen wird. Also das läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Und wir sind halt auf der Position, das sage ich auch ganz klar, auch wenn Sie in Gesprächen mit Kunden sind, ist mir eigentlich immer wichtig zu sagen, auf der einen Seite muss man wissen, wie ist es, aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist, möchtest du das? Möchtest du dir diesen Stress antun? Wir sehen das heute schon auch beim Thema Grundrente. Es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer von Rentnern, die ihren Anspruch nicht erheben auf die Grundrente, die ihnen zusteht. Und warum? Weil ich eben nicht zum Amt gehen will und weil ich nicht tausend Formulare ausfüllen will. Da wird auf Geld verzichtet. Und dieselbe Situation habe ich aber in der Pflege, wenn das Geld nicht mehr ausreicht. Das heißt, ich muss dann dahin und als erstes gebe ich eine Kontenvollmacht ans Sozialamt. Und das ist einfach für mich immer so die Schlüsselfrage, möchten Sie das? Im Fall der Fälle oder ist Ihnen das egal? Und das Zweite, was ich noch sagen will, das wurde gerade von Marcello auch schon angesprochen, wir haben es immer mehr mit einer Sandwich-Generation zu tun, auf der alles abgelastet wird. Und wenn Sie mit denen sprechen, das sind eigentlich Ihre Adressaten. Das heißt, ich sage auch immer in einer Pflegesituation, wer ist denn da der Glücklichste? Der Glücklichste ist der Pflegebedürftige selber. Ja, was man nicht denken, meinen mag, aber alle drumherum, Angehörige, das sind die, die die Last tragen. Und ich habe gerade von Sandwich gesprochen. Das heißt, wann passiert denn ein Pflegefall im Durchschnitt? Eher so mit 70, 75 Jahren. Dann kann man sich mal überlegen, wie alt sind denn dann die Kinder? Dann sind die irgendwann Anfang, Mitte 50. Da ist die erste Frage, kann ich überhaupt meinen Job reduzieren oder aufgeben? Ich sage nein. Und das Zweite ist, diejenigen, und wir bekommen alle später Kinder, also mich trifft es ja auch, ja, ich bin jetzt 44, mein Sohn ist 6, ja, wir sind sehr glücklich, aber ich weiß genau, wenn ich mal 50, Mitte 50, sogar 60 bin, dann werde ich für meinen Sohn noch sorgen, weil er vielleicht dann eine Ausbildung macht oder studiert. Und darüber muss man sich halt auch im Klaren sein. Wie bitte? Ich sagte, willkommen im Club. Genau, also wir sind da spät dran, aber ich sage nur, das ist ein Thema, was jetzt erst richtig ernst wird. Und deshalb kann ich nur sagen, das ist auch ein Beratungsauftrag zu sagen, ich informiere, ich kann nicht jeden bekehren, das ist mir völlig klar. Ja. Aber es war ja die Frage nach der Versicherungsschutzhöhe. Und es ist tatsächlich so, und das ist auch nochmal meine Aufforderung an alle, das Thema Pflege in der Beratung nach vorne zu ziehen, das ist unser Ding. Zu sagen, ich gehe nicht erst dann, wenn es weh tut, daran, wenn die Kunden vielleicht Ende 50 sind und selber auf mich zukommen und ich dann vielleicht wieder ein Thema habe, das ist übrigens auch ein Hinderungsgrund, oftmals für Pflege, Stichwort Gesundheitsfragen müssen ausgefüllt werden. Aber wie schön ist es denn, wenn ich sage, ich spreche meine Kunden an, wenn sie das erste Mal Verantwortung gelernt haben, das ist für mich die Gründung zum Beispiel in der Familie, dann weiß ich, okay, da ist schon mal klar, was Verantwortung bedeutet. Um dann einfach mal zu informieren. Und dann wird auch noch nicht jeder zugreifen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht und wir haben festgestellt, dass etwa 15% auch Ihrer Kunden in Ihrem Bereich bereit sind, eine Pflegeversicherung abzuschließen. Die brauchen aber noch die letzte Information dazu. Und die Schwierigkeit ist aber, wie kriege ich denn diese 15% raus aus meinem Kundenstamm? Die Lösung ist einfach, ich muss alle ansprechen. Und auch da wird es schwierig im Alltag zu sagen, ja, ich spreche jetzt jeden darauf an, ich weiß das, weil es tausend andere Themen gibt. Und das vielleicht noch ganz kurz dazu. Wir haben dazu unsere Kampagne gestartet, zu sagen, okay, wir wollen Leads in der Pflege generieren für Sie. Und dafür haben wir unter dem Kürzel pflegeeinfach.de einfach eine Unterstützung gegeben, wo ich nämlich die Möglichkeit habe, über ein elektronisches Tool,
jeden Kunden anzusprechen und genau dann nämlich die Kunden sozusagen, ich sage es mal so ein bisschen flapsig, abzufischen, die sagen, hier, also ich bin bereit, mir fehlt nur noch die letzte Information. Und alle anderen sind aber angesprochen aufs Thema und die werden sich an Sie erinnern, wenn Sie dann in eine Betroffenheit geraten. Ja. Also es ist schon wirklich ein ernstes Thema. Man muss halt immer gucken, wir gucken zu sehr, finde ich, auf den Pflegebedürftigen. Und da gucken wir auch so sehr auf schlechte Bilder. Ja? Also da ist ja jeder schnell dabei zu sagen, okay, dann kaufe ich mir lieber eine Pistole am Ende. Ja, ist das Thema erledigt? Sondern man muss einfach gucken, für wen mache ich heute eine Pflegevorsorge? Und ich sage ganz klar, das mache ich für meine Frau, meine Partnerin und ich mache es für meine Kinder. Ich mache es nicht in erster Linie für mich. Hm. Ja? Und ich glaube da, wenn man ins Gespräch so reingeht, dann kann man auch die Kunden so auf einer emotionalen Seite auch mal ja, berühren, weil ich finde wichtig, als Hintergrundwissen auch zu wissen, wie hoch ist denn der Zuschuss, wie sind die Zahlen. Aber der Kunde wird am Ende nicht durch Zahlen überzeugt. Das ist so meine Position. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, vielleicht können wir oder kann ich einfach mal hier ein paar Fragen aufgreifen oder ein paar Showstopper, die uns mittlerweile unsere ZuschauerInnen, ich hoffe, das war jetzt korrekt, auch rübergespielt haben. Vorher noch eine kurze Frage, weil die kam nämlich noch mal bezogen auf diese 100.000 Euro Einkommensgrenze, nämlich die Frage, wird das Einkommen des Ehepartners dort mit reingerechnet oder gilt das pro Person? Vielleicht könnt ihr da ganz kurz noch mal eine Antwort drauf geben, Marcello. Das wird mit eingerechnet. Ja, das okay. Muss ich jetzt gerade selber kurz überlegen. Doch, aber es wird mit eingerechnet. Ganz kurz, stopp. Und zwar ist tatsächlich, das ist genau so eine Frage, die bekomme ich sehr, sehr oft und ich musste tatsächlich auch 2-3 Mal nachgucken. Und das ist, die haben versucht, das wieder mal so zu machen, dass keiner versteht. Das heißt, es gilt erstmal der direkte Nachkomme. Bedeutet also, wenn mein Vater Pflegefall wird, interessiere nur ich und das Einkommen meiner Frau in dem Falle nicht. Also das ist erstmal eine gute Sache. Mein zu versteuerndes Einkommen gilt und damit die 100.000 Euro Grenze. Aber was ich in dem Zusammenhang immer gerne nochmal mit dazu sage, wenn Sie in der Beratung sind, oftmals sind es ja 2 Kinder oder vielleicht auch mehr, die das betrifft. Es gibt keine gesamtschuldnerische Haftung in der Sache. Das heißt, wenn ich tatsächlich jetzt das Kind bin, was Karriere gemacht hat, ja, wo ich sage, ich verdiene 120.000 Euro, ich habe es jetzt geschafft und meine beiden Brüder beispielsweise liegen bei 60.000 oder 80.000 brutto, dann muss ich alleine für die Gesamtkosten der Pflege aufkommen. Da können Sie sich vorstellen, ist die Laune sonntags an der Kaffeetafel etwas begrenzt, ja, wenn wir da alle sitzen und ich darf es bezahlen. Also, aber es ist, das war ja die Frage, es geht tatsächlich um den direkten Nachkommen und dessen Einkommen und es gilt das zu versteuernde Einkommen. Ich mache aber noch einen kleinen Zusatz. Diese 100.000 Euro Regel steht per Gesetz unter einer Evaluierungsklausel. Man will 2022 nochmal prüfen, ob das, was dort an Geld für die Kommunen an Belastung zugekommen ist, ob das eine bestimmte Höhe überschritten oder nicht überschritten hat. Und man hat sich quasi als Gesetzgeber vorbehalten, diese Regelung auch wieder entweder A auszudünnen, B wieder abzuschaffen. Ich habe damals, als das gekommen ist, als erstes gesagt, das ist wieder mal so ein klassisches Wahlgeschenk. Da soll man sich dann dran erinnern, wenn es zum Kreuzchen geht. Lieber Herr Spahn, hat nicht funktioniert. Zum Zweiten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass unter den Belastungen, die jetzt ja auch bei den Kommunen aufgelaufen ist, Klammer auf, Wirtschaft, Wachstum oder jetzt gar nicht mehr oder doch langsam, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass auf der politischen Ebene das Ding wieder ausgehebelt wird, zumal wir ja jetzt noch fast 4 Jahre bis zur nächsten Wahl haben. Ja, also man stellt sich auch die Frage, wenn man sich die Wahltrielle angeguckt hat, wer alles überall Ressourcen in Form von Geld hineinkippen möchte. Ihr habt das ja eben auch schon angesprochen, Thema Erhöhung der Gehälter für Pflegekräfte, wo ich grundsätzlich sage, klar, das haben die mit Sicherheit auch verdient. Aber mir fehlt immer so ein bisschen die Aussage dahinter, wo kommt das Geld eigentlich her, wenn dann auch noch das Thema Steuererhöhung etc., Abbau von Corona-Altlasten irgendwo ja dagegen spricht. Und ja, Thema dagegen spricht. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Liste und ich
von den Themen und den Herausforderungen, vor denen scheinbar unsere Vermittlerinnen und Vermittler stehen, die halt gegen den Abschluss einer Pflegeergänzungsversicherung sprechen. Erstes Stichwort, hohe Beiträge für die ergänzende Pflegeabsicherung und die Priorität, sprich Budget, wenn mein Kunde schon eine BU abgeschlossen hat und das Thema Altersvorsorge auch noch im Raum steht, ist für Pflege kein Geld mehr da. Michael, was sagst du denn? Also ich verstehe das. Ich verstehe das absolut und ich kenne natürlich auch die Situation, wenn man einfach ein Budget verteilt mit dem Kunden und ich habe sogar einen treuen Kunden, der ehrlich zu mir ist, ja, und sagt, da ist nicht mehr drin, habe ich absolutes Verständnis. Wofür ich plädiere ganz klar in der Situation der Pflege ist, das gehört unbedingt zur Berufsunfähigkeitsversorgung mit dazu. Ja, viele machen sich darüber, glaube ich, wenig Gedanken im Kundenbereich. Die sagen, ja, ich habe ja dann eine Versorgung, aber da muss man natürlich ganz klar sagen, Berufsunfähigkeitsvorsorge sichert mir die laufenden Kosten. Was ist, wenn ein Pflegefall dazukommt? Ich kann nur sagen, und da sind wir wieder beim Thema Betroffenheit, ich habe einen guten Bekannten, 40 Jahre alt, Schlaganfall, da sieht man wirklich, wie sich so eine Welt um 180 Grad dreht. Und da muss ich ihm sagen, dem nützt auch seine Berufsunfähigkeitsversicherung im Moment nur wenig, weil viele Kosten dort dranhängen. Der hat eine ganz starke Frau, der hat 4 Kinder, also es ist unfassbar. Und da sage ich, als Zusatz einfach mit ins Angebot aufnehmen, das ist für mich die Lösung. Und dann kann ich das immer noch rausverhandeln mit dem Kunden. Das Zweite ist, möglichst eben einen Grundschutz wirklich vereinbaren, dann habe ich zumindest schon mal meinen Gesundheitszustand gesichert. Also ich habe mal bei uns reingeschaut, beim Pflegetagegeld ist es halt so, das haben wir jetzt auch neu im Angebot, um auch Sie anzusprechen, die Sie vielleicht als eher als PKV-Makler auch unterwegs sind und sagen, ich bin auf dem Bereich der Krankenversicherung unterwegs, eben hier zu sagen, wenn ich das nach vorne ziehe, das ist der Schlüsselmoment, dann kann ich eben auch hier für einen Beitrag von 20 Euro beispielsweise ein gutes Angebot machen. Und dann bin ich noch nicht in der Vollleistung drin, aber ich habe schon mal einen guten Teil getan. Also die Budgetfrage, die werden wir wahrscheinlich nicht lösen können. Ich sage, das einfach zum Paket als Standard mit dazu zu nehmen. Ich kenne viele Vertriebspartner, die sagen, bei mir gehört das zu jeder Krankenvollversicherung dazu und das gehört auch zu jeder Berufsunfähigkeitsversicherung dazu. Und vielleicht noch ein Wort. Ich habe auch die Erfahrung, je jünger die Kunden, desto weniger sind die natürlich an Pflege interessiert. Und auch das ist ein natürlicher Prozess. Ja? Also das ist noch so weit weg, dieses Thema. Und gerade da finde ich es wichtig, nicht in eine ausführliche Beratung zu gehen, weil der Kunde dann eher noch Argumente für sich findet, warum es heute nicht der richtige Zeitpunkt ist, sondern einfach das als eine Selbstverständlichkeit mitzuverkaufen. Hagen. Also das wäre so meine Antwort. Ja. Vielleicht kommen da noch ein paar Rückmeldungen. Ich weiß, dass das trotzdem nicht einfach ist. Ja, aber ich glaube, das war schon mal ein guter Ansatz, halt einfach zu sagen, der Einstieg ist geschafft, nicht zu kompliziert machen, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, den Fuß drin haben, die Kunden erstmal ein Stückchen mitnehmen. Hagen, du hast ja auch schon mal ganz, ganz viele Veranstaltungen gemacht zum Thema Pflege. Ich stelle mir auch immer die Frage, wenn da jetzt so ein Pflegefall ist, also mir hat das mal jemand geschildert, die hatten halt eine junge Familie, das Kind ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, war direkt Pflegefall. Und dann war bei mir direkt das Szenario, ja, jetzt wäre es natürlich gut gewesen, hätten die für das Kind eine Pflegezusatzversicherung gehabt. In dem Fall war es Gott sei Dank so, dass die Eltern oder mindestens ein Elternteil einen hatte und konnte im Rahmen der Kindernachversicherung das Kind mitversichern. Wie schätzt du denn das Haftungsrisiko für die Vermittlerinnen und Vermittler ein, wenn man das Thema jetzt mal ignoriert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem auf die Füße fällt? Oder sagst du das? Ich mache es da ganz kurz. Also vor Gericht und auf hoher See und so weiter und so weiter, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, glaube ich, selbst wenn ich mal ein juristisches Haftungsthema ganz weglasse, ich glaube, wir haben in unserer Tätigkeit, in dem, was wir machen den ganzen Tag, da wird Marcello mir mit Sicherheit zustimmen, auch so eine gewisse moralische Verantwortung. Und wenn ich sage, ich bin im Bereich Versicherung, Krankenversicherung tätig oder überhaupt Versicherung und ich komme dann auf so sensationelle Ideen wie eine Telefonversicherung zu verkaufen, damit ich, wenn ich es runterschmeiße, ersetzt kriege oder eine Zahnzusatzversicherung verkaufe,
damit ich die 200 Euro für einen Stiftzahn bezahlt kriege oder gar eine Brillenversicherung verkaufe, weil der Kunde gesagt hat, ich brauche dringend Brille und so weiter. Ich glaube, da bewegen wir uns dann auch auf einer moralischen Ebene, die ich persönlich weit schlimmer erachte als die Thematik juristische Haftung. Wenn ich Kunde wäre, Marcello, ich weiß nicht, ob du solche Themen hast, und ich kriege von dir aufgelistet, was die alle kosten, dann würde ich auf die Idee kommen zu fragen, da hätte mir ja auch mal schon früher einer sagen können, dass ich mir eine Versicherung kaufen soll. Hast du solche Themen? Oder habt ihr die? Nee, also da sind wir doch schon sehr pflegespezifisch. Also diese drumherum Versicherung eher nicht. Nein. Also ich kann dazu kurz vielleicht mal sagen, wir machen Folgendes, und zwar für viele, das ist so die Erfahrung, für viele ist es ja auch sehr kompliziert, erstmal diese Pflege gerade so drauf zu haben. Also wir jetzt, sage ich mal, speziell der Marcello und ich, wir haben das natürlich drauf. Also ich kann Ihnen das jetzt hierher beten. Ich weiß aber auch, dass ich damit einen Kunden da geistig beschädigen kann, ja, wenn ich das tue, weil der dann am Ende sagt, okay, dann lassen wir das jetzt mal, machen wir mal gar nichts mehr. Das heißt, wir haben versucht, das mal zusammenzufassen und haben gesagt Folgendes, und wenn man sich so eine, naja, wie soll ich jetzt vorsichtig ausdrücken, Pflegekarriere mal anschaut, dann entsteht im Durchschnitt ein Vermögensschaden beim Kunden zwischen 70 und 150.000 Euro. Das ist so die Zahl, die ich gerne mitnehme ins Kundengespräch, um einfach mal zu fragen, wo ist denn das reserviert bei Ihnen? Oder vielleicht sehe ich es auch egoistisch und sage, will ich denn wirklich, dass meine Altersvorsorge, die ich jetzt mit meinem Kunden plane, dadurch kaputt gemacht wird? Und das ist vielleicht für den Kunden auch greifbar, um dann zu sagen, lagern Sie doch das Risiko der Pflege einfach aus. Ja? Also um es mal so finanzmathematisch zu sehen und zu sagen, für einen kleinen Beitrag sichere ich mir mein großes Vermögen ab. Ja? Oder möchte ich es einfach im Fall der Fälle abgeben müssen? 70 bis 150.000 Euro. Wahnsinn. Michael, kannst du bitte noch mal kurz die Internetseite nennen, wo ihr diese Hilfestellung für die Vermittler hinterlegt habt und für Kunden, wo du sagtest, das Thema Lead-Generierung? Dann würde ich das gerne noch mal hier reinposten, weil ich habe schon von mehreren die Frage bekommen, wie noch mal genau die Internetseite hieß. Dann schreibe ich es auch noch mal hier rein. Genau, ich gucke gerade mal kurz hier bei mir, und zwar, vielleicht kannst du mir ganz kurz noch mal die Bildrechte übertragen, weil dann zeige ich eine Folie dazu. Und zwar, Moment, ich muss mal kurz gucken. So, also die Seite heißt pflegeeinfach.de, und das ist eine Seite, die wir für die Vermittler gestaltet haben. So, jetzt gucken wir mal, ob da irgendwas kommt. Meine Kamera ist hier noch im Weg. Ist das Bild schon zu sehen unten? Ja. So, okay, also da sieht man mal, wie das aussieht. Und zwar, wie gesagt, wenn Sie sich informieren wollen, gerne pflegeeinfach.de zusammengeschrieben. Und dort haben wir für Sie erstmal eine Seite gestaltet, wo Sie so selber sagen können, wie ist denn Ihre Meinung zum Thema Pflege? Und dann haben wir für Sie da das passende Angebot. Also Ziel, das ganz kurz nochmal, Ziel ist es, wir sagen Lead-Generierung im Bereich der Pflege. Heißt also, Sie haben dort eine Landingpage, ist kostenlos, die wird personalisiert auf Sie, also mit Ihrem Logo, mit Ihren Kontaktdaten. Und das ist eine Seite, die Sie an Kunden weiterreichen können. Und der Kunde beantwortet da tatsächlich nur 2 Fragen, und er darf sogar sagen, ich finde Pflege total blöd. Ja, also die Antwortmöglichkeit gibt es auf der Seite. Also ich finde Pflege unnötig, und der wird dann da geführt durch einen Dialog und kann dann sich bei Ihnen quasi melden im besten Falle, und wir reichen alle Daten dort weiter. Also pflegeeinfach.de, hier kann man es eben im Bild nochmal kurz sehen. Vielen Dank für die Bildrechte, gebe ich jetzt gerne wieder zurück. Ist vielleicht auch das Thema, wo wir sagen, holen Sie sich bitte die 15%, die rein statistisch in jedem Bestand schlummern, dann haben wir schon einen großen Dienst auf jeden Fall getan. Die 15% der Kunden, die sagen, ich würde es ja machen, wenn ich noch die letzte Information hätte. Ja? Und ich glaube, dass Oliver, du hast es ja gesagt, wir kommen von einer 5%igen Abdeckung. Das ist wirklich tragisch, möchte ich mal sagen. Es ist schon ein Armutszeugnis so ein bisschen. Wir beschweren uns über 65% Impfquote. Genau, ja. Also, aber ich glaube, das ist ein super Tool. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Phlegomat. Neben dem Valomat, Phlegomat. Also wir gehen natürlich auch so die Richtung, du hast es ja gesagt, wir sind nicht mehr der Feuerbestattungsverein, ja, wie vor 100 Jahren, sondern
wir sagen, okay, man muss jetzt irgendwie die Leute da abholen, wo sie sind. Und das ist halt für diejenigen, die sich im Internet bewegen, einfach eine Webseite mit kurzen Informationen, wo ich dann sagen kann, ja, ja, weiterreden oder nee, lassen wir heute. Ja. Und ich hoffe einfach, dass wir so die Kunden noch mehr auffangen können. Mhm. Und ansonsten, ich betone das nochmal, was der Hagen gesagt hat, wir haben auch wirklich einen Auftrag aufzuklären. Ich sehe das so. Und ich habe auch einen Auftrag, Geld zu verdienen, keine Frage. Ja, ich muss auch leben, auch als Versicherungsverkäufer. Aber ich sollte mir vielleicht diese 5 Minuten nochmal geben, um zu sagen, ich informiere. Wenn Sie sagen, ich brauche Detailinformationen, dann haben wir von Marcello ja aussagekräftige Folien und Sie können natürlich auch gerne auf mich zukommen im Nachgang und dann kann ich Sie auch da mit Informationen versorgen. Genau, also die Kontakte geben wir auch gerne. Eine Frage an Marcello. Ich wollte noch eins loswerden, oder hast du noch Zuschauerfragen? Ich habe nur noch ja, eine Frage, das war jetzt ein bisschen spezieller. Was ist so der, vielleicht an den Michael, was ist so der grundlegende Unterschied zwischen Pflegerente und Pflegetagegeld? Ihr bietet ja, wie du gesagt hast, jetzt mittlerweile sogar beides an. Ihr kommt ja eigentlich aus der Lebensversicherungsecke. Vielleicht kannst du mal in einem Satz sagen, wann Pflegetagegeld und wann Pflegerente? Also ich versuche es mal kurz, ja, weil ich brenne natürlich für das Thema Pflegerente. Wir sind ja da auch Marktführer in dem Bereich, aber um es mal ganz kurz zu sagen, Pflegerente nach Art der Lebensversicherung ist eigentlich ein Pflegeschutz mit Rückkaufswert, das heißt mit Geld-Zurück-Garantie, wenn nichts passiert. Das heißt, das ist für viele interessant, die sagen, ja, sie haben mich jetzt überzeugt, es kann passieren, aber eigentlich will ich es ja nicht. Ja? So, diese Pflegerente hat allerdings Nachteil, da gehe ich auch ganz offen damit um, da muss ich mehr Beitrag investieren. Das heißt, da bin ich im Bereich von 100, 150 Euro und da schrecken viele zurück. Und das ist genau der Grund, warum sie bei uns jetzt eben auch die komplette Pflegewelt finden. Das heißt, sie können sozusagen im selben Bild auch in die Variante Tagegeld dann wandern. Tagegeld ist halt eine Risikoversicherung. Ja, wenn ich die im Alter kündige, dann war es das. Aber ich habe halt einen günstigen Einstieg. Also es lohnt sich da mal zu gucken. Vielleicht noch eine Sache, Pflegerente ist vor allen Dingen für Kunden interessant, haben wir jetzt immer mehr Zulauf, die sagen, ich habe ein Anlageproblem, weil ich dort eben auch mit einem Einmalbeitrag das Thema Pflege vom Tisch wischen kann. Und wenn ich dann noch eine Anlage suche, die mir noch einen Zins abwirft, ja, dann sind wir da die Richtigen. Aber gucken Sie einfach mal rein. Also unsere Pflegewelt ist jetzt sozusagen so gestaltet, dass Sie die Auswahl aus allem haben. Ja? Und ich hoffe, dass wir da auch mehr mit Ihnen zusammenkommen, die sich im Krankenversicherungsbereich bewegen, weil dort mir viele rückmelden, ja, die Ideal habe ich da gar nicht so auf dem Plan gehabt bisher. Ja, also ich kann auch nur den Tipp geben, ich habe ja jetzt im Vorfeld auch mit Michael 2-mal gesprochen, ist wirklich ein super Typ und ob man die Ideal jetzt irgendwie mega findet oder nicht, völlig egal. Ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall einen super Ansprechpartner, wenn es um das Thema Pflege, Beratung, Thema Vorsorge halt geht und ja, geht einfach auf ihn zu. Die Kontaktdaten bekommt ihr gerne halt dann auch über uns. Hagen, du wolltest aber gerade noch was sagen. Ja, ich habe eine Zuschauerfrage an Marcello. Ohne jetzt das Schreckgespenst Pflege wieder von hinten hochzuziehen. Du hattest vorhin erwähnt, dass es in vielen Pflegeheimen Aufbruch, Aufbau, Umbau Bestrebungen gibt. Ist meine Vermutung dahingehend richtig, dass das die Investitionskosten in den nächsten Jahren exponentiell nach oben treiben wird? Genau, das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja. Und es gibt kaum einen Träger. Wir haben ja mittlerweile Holding-Zusammenschlüsse, der nicht daran interessiert ist, auch natürlich durch Fördergelder und so weiter, möglichst attraktive Angebote zu machen, um seine Betten zu füllen. Aber das bedeutet, dass eben halt alles, was an Umbau geplant ist, an Abriss von alten Gebäuden und Neubau, alles über die Investitionskosten und somit über die Bewohner dann auch mit abgewälzt wird. Genau. Das erhöht den Druck in Anführungszeichen erheblich. Ja. Also dann die Investitionskosten mit allen Appell nach unten gehen. Dann mache ich den letzten Appell in Richtung Pflege und werde mich erst wieder in Richtung Pflege bewegen, wenn sich was tut. Mädels, Jungs, die ja da an den Bildschirmen sitzt, nehmt dieses Thema bitte. Michael hat gesagt, wir müssen natürlich auch alle Geld verdienen, aber ich glaube, dass man mit Pflegetarifen auch Geld verdienen kann.
weil die kosten ja jetzt nicht nur 3,99 Euro, sondern da gibt es ja auch ganz ordentliche Summen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ein oder andere Priorität, wenn man vernünftig mit den Leuten spricht, von der ein oder anderen nicht ganz so wichtigen Versicherung vielleicht hin in Richtung Pflege umgeleitet werden kann. Zumindest bei den Leuten, denen man irgendwas wegnehmen kann und denjenigen, denen man gar nichts mehr wegnehmen kann. So what? Dann ist das so. Kümmert euch um die, die irgendetwas zu verlieren haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Vielen herzlichen Dank. Ich gebe zurück. Ja, ich gehe erstmal an den Olli zurück und ich bin jetzt ja, fertig. Vielen Dank. Ja, ich denke auch, es ist halt einfach wichtig anzufangen. Und der Michael hatte in einem Vorgespräch eigentlich auch nochmal so ein schönes Stichwort Redundanzschleife genannt. Und ich ja, denke, es ist halt auch ein Stückchen einfach eine, wir nennen es immer so ein bisschen Fehlerkultur, dass man halt auch vielleicht nach den ersten 5 Gesprächen, die dann halt nicht so laufen, dass man denkt, Mensch, jetzt haben alle Kunden direkt das gekauft, was ich halt wollte. Das hat in anderen Sparten wahrscheinlich auch nicht immer direkt bei jedem Kunden funktioniert. Aber man muss einfach, glaube ich, ein bisschen dran arbeiten. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, da hast du jeden Einwand und jeden Vorwand auch schon mal gehört und überlegst dir im Nachgang wieder, wie kann ich beim nächsten Mal drauf reagieren. Also gebt es nicht auf, bleibt dran im Sinne auch der Gesellschaft. Und von daher, ja, auch von meiner Seite einen lieben Dank. Wir hatten übrigens heute, glaube ich, die höchste Quote derer, die mit bis zum Ende einer Sendung geblieben sind, 99%. Wir hatten, glaube ich, 3 Personen, die sich irgendwie jetzt 5 Minuten vor Ende ausgeklinkt haben. Das zeigt halt, dass das Thema doch scheinbar spannend ist oder ihr habt es zumindest auch spannend rübergebracht. Von daher auch nochmal einen lieben Dank an euch. Nochmal die Bitte an alle, die kurze Umfrage mitzumachen. Das sind wirklich nur 3 Fragen, dauert wahrscheinlich 30 Sekunden und dann seid ihr auch quasi fast ins Wochenende. Lieben Dank, Michael, Marcello, dass du auch so spontan eingesprungen bist. Sehr ja, gerne. Daher nochmal herzlichen Dank und ja, in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und kommt gut nach Hause oder bleibt gut zu Hause, je nachdem, wo ihr seid.